Guten Morgen, Tiger, und jetzt mal auf Deutsch. Ja, guten Morgen. Ja, Mann, nachdem ich jetzt hier erstmal für unsere englischsprachigen Freunde mal wieder ein englisches Video gepostet habe, damit auch die wissen, wie die Barfuß-Challenge weitergeht, jetzt auch mal ein paar Worte auf Deutsch. Das Wochenende in Dortmund, Bochum und zum Schluss auf dem CSD in Köln war für uns, wie ihr sehen konntet, ein echter Erfolg. Wir haben wieder viele weitere Kontakte geknüpft. Unsere Füße haben es gut überstanden. Und jetzt gleich wollen wir mal schauen, ob der Uli am vereinbarten Treffpunkt ist. Der Uli ist, wie ich ja schon geschrieben habe, der ehemals beste Freund von Ralf. Ralf war der Obdachlose, der hier in Essen, wie ihr in der Watz lesen könnt, über 30 Jahre auf der Straße gelebt hat, mit dem ich hier, nachdem ich nach Essen gezogen bin, in Kontakt gekommen bin. Durch ihn sind wir das erste Mal nach Jamaika gekommen, 2012, 2013 war es, hat er einen Erbstreit gegen seine Stiefmutter gewonnen und ist dann zu meinem 29. Geburtstag gekommen und hat gesagt, hör mal, ihr wart da, ihr habt mir geholfen, jetzt geht's für euch mal zu eurem Traum des Lebens, 3 Wochen all-inclusive nach Jamaika. Ja, und da werde ich euch nachher, wenn der Uli da ist, mit dem Uli zusammen noch ein bisschen mehr erzählen. Ich werde euch da auch erzählen, was der Ralf und der Uli damit zu tun haben, dass wir jetzt nun auf der Barfuß-Challenge unterwegs sind, mit der BCC Beer Feed Around the World gehen und barfuß zur Bay of Silence Jamaika unterwegs sind. Warum wir da einen Ferienort für Menschen auch ohne große finanzielle Mittel aufbauen wollen und was eigentlich hinter dieser ganzen Sache steht. Und bis dahin sage ich erstmal euch noch einen schönen Montagmorgen und nicht so eine stressige Woche. Goodbye. Ah, und wir freuen uns natürlich über jedes Like, jede Spende, jede Unterstützung auf unserem Weg. Natürlich auch über jegliches Teilen und wenn ihr euch selber mit Barfußfotos beteiligt. Genau. Let's get together. Bye.